bin die Isabel Haas, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin jetzt mittlerweile 7 Jahre bei der Firma Schunk. Die Firma Schunk ist besonders für Greifsystemtechnik bekannt, also Roboter-Greifsystemtechnik und auch für die Spanntechnik. Zu meinen Aufgaben als Meister gehört die Koordinierung und Planung der Mitarbeiter. In meinem Bereich werden hauptsächlich Roboter-Greifsysteme produziert. Derzeit arbeiten 4 Frauen in der Produktion im Begriff MIR, also in der Reihentätigkeit an der Maschine. Hier in der Firma Schunk, sage ich, können Frauen super gut arbeiten. Ich bin Jochen Krieger, 30 Jahre jung, seit gut 13,5 Jahren hier bei Schunk. Habe berufsbegleitend meinen Bachelor gemacht, wo ich auch ziemlich cool supported wurde, immer von meinen direkten Vorgesetzten. Und jetzt im Übergang bin zwischen einer globalen Kundenbetreuerrolle und das Thema Change und Digitalisierungen voranzubringen. Wenn ich Gäste im Haus habe, dann gehört auch ein Produktionsrundgang mit dazu. Als einer der Punkte auf dem Produktionsrundgang laufen wir an Isabels Abteilung vorbei. Ich arbeite sehr gerne bei der Firma Schunk, weil es ein familiengeführtes Unternehmen ist und kein großer Konzern. Man hat ein Problem und die Führungskraft geht an einem vorbei. Dann kann man auf sie zugehen, sie sind hilfsbereit, sie sind nahbar. Und somit hat man einfach auch einen ganz anderen Bezug zu der Firma und vor allem zu der Geschäftsleitung. Der Slogan Hand in Hand for Tomorrow steht einfach dafür, dass die Mitarbeiter Hand in Hand und die Führungskraft mit den Mitarbeitern Hand in Hand in die Zukunft zusammengehen. Und ansonsten merkt man schon auch im Gesamtunternehmen, dass sehr viel für die Mitarbeiterzufriedenheit und das Zusammenführen getan wird. Und vor allen Dingen gibt es sehr, sehr viele Benefits, von denen die Mitarbeiter profitieren können. Nee, mir gefällt es ja einfach regional auch. Ich bin gebürtiger Schwabe, stehe da gerne zu meiner DNA. Ich mag es, wenn ich nach Feierabend auch mal eine Runde laufen kann im Wald oder schnell im Grünen bin. Ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen die Tätigkeit in der Industrie wahrnehmen oder sich auch mal an die Tätigkeit ranwagen würden. Die Verankerung hier in der Region, die Unternehmensgröße und den Schunk-Spirit, das macht Schunk aus.